glaube, in meinen Videos kommt es oft so rüber, als wäre ich die perfekt organisierte Person. Und ihr müsst wissen, dass alles, was ich auf YouTube zeige, natürlich auch die perfekte Variante von mir ist. Ich möchte euch hier inspirieren und motivieren, deswegen zeige ich jetzt nicht irgendwie, wie ich einfach nur faul im Bett rumliege. Aber es gibt auch so Tage, an denen ich auch einfach nur faul im Bett rumliege. Aber ich muss schon sagen, wenn ich mich mit dem durchschnittlichen Menschen vergleiche, glaube ich, dass ich sehr, sehr organisiert bin und mir immer viel Zeit nehme, um zu reflektieren und um zu planen und um zu überlegen und um zu planen und nochmal zu planen. Und heute möchte ich euch meine Tipps zeigen und kleine Wege näher bringen, wie ich es geschafft habe, organisiert zu werden oder organisiert zu sein. Let's go! Wenn du jetzt noch gar nicht organisiert bist und noch gar kein Planungssystem hast und noch gar keine Systeme in deinem Leben hast, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn du dir erstmal so einen Braindump machst. Ein Braindump bedeutet, dass du dir einfach mal alles aufschreibst, was gerade in deinem Kopf drinnen ist. Schreib alles auf. Schreib deine Ziele auf, deine Gedanken auf, deine Sachen, die dich vielleicht an dich stören, auf. Schreib deine Stärken auf, deine Schwächen, an was willst du noch arbeiten, was willst du erreichen, deine Ziele, deine Wochentage, deine Aufgaben im Leben, die Aspekte deines Lebens, deine Hobbys. Schreib einfach mal alles auf, was dir gerade so in den Kopf kommt. Vor allem wäre es sinnvoll aufzuschreiben, was du vielleicht in deinem Leben verändern möchtest, was die Organisation angeht. Also möchtest du dir vielleicht eine Morgenroutine designen, vielleicht eine Abendroutine designen, möchtest du dir einen Planungssystem anlegen, möchtest du vielleicht einen Kalender anfertigen, möchtest du vielleicht effizienter arbeiten, schreib dir da mal auf und überleg dir vielleicht schon mal so einige Wege und so weiter. Wenn du schon mal so ungefähr einen Plan hast, wie du dein Leben gestalten möchtest, sei es jetzt mit einer Routine morgens und abends, sei es jetzt mit jeden Tag 15 Seiten lesen oder mit jedem Tag 15 Minuten Sport machen und so weiter, hast du schon mal so eine ungefähre Vorstellung, was du in deinem Leben vielleicht machen möchtest, wie du dein Leben vielleicht verändern möchtest. Mein eigenes Mantra ist so ein bisschen, wenn meine Umgebung ordentlich und sauber ist, dann ist mein Kopf auch ordentlich und sauber. Und deswegen ist es für mich super wichtig, dass mein Zimmer immer aufgeräumt ist. Falls das Ganze bei dir genauso ist, und ich denke, das ist bei ziemlich vielen Leuten so, auch wenn sie es vielleicht noch nicht wissen, wäre mein Tipp an dich, dein ganzes Zimmer mal auszumisten und aufzuräumen. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja auch Fan vom Minimalismus und würde mich selbst auch so als Anfänger-Minimalistin bezeichnen. Und ich mache ja auch Videos zu diesem Thema. Und ich finde es einfach wichtig, dass mich Material nicht definiert und dass ich nur Sachen habe, die ich wirklich brauche und nicht irgendwelche unnötigen Sachen. Und deswegen ist für mich auch dieses Materialistische und dieser Besitz und dieses Aufräumen, Aufmisten ein sehr wichtiger Aspekt in meinem Leben, den ich gerne an euch weitergeben würde. Also immer schön ausmisten und aufräumen, verschenken, verkaufen und ein schönes, ordentliches, geordnetes, gutes, klares, einfaches Leben leben. Ich glaube, der wichtigste Punkt im Thema organisiert sein ist, einen Kalender zu haben. Du kannst ja auch so ein schönes Bullet Journal machen, falls du nicht so der Fan vom normalen, stupiden Kalender bist. Dann gibt es ja auch diese schönen Bullet Journals oder früher gab es Filofax. Kennt ihr doch Filofax? Das war so wie ein Bullet Journal, nur noch ein bisschen nicht ganz so schön designt, sag ich mal. Also ich persönlich habe so ein Mischmasch aus Bullet Journal und Kalender. Bei mir ist eigentlich eher ein Kalender, der ein bisschen so eine Form von Bullet Journal hat. Ich habe das aber auch schon mal ein Video gemacht, was ich dir gerne hier unten verlinke. Und wenn du einfach die ganzen Sachen aufschreibst, du kannst ja auch digital planen. Also du kannst ja auch einen digitalen Kalender haben, keine Frage. Aber ich glaube, dass es ziemlich schwer ist, alle seine Termine, seine To-Dos, seine Ziele, seine Aufgaben alle im Kopf zu haben, ohne durchzudrehen. Das würde bei mir nicht funktionieren. Ich bin sehr froh, dass ich einen Kalender habe, wo ich alles aufschreiben kann und alles so im Kopf raus habe und so beruhigt sein kann, dass ich einen Platz habe, wo alle Sachen geordnet drinstehen. So, viertens. Ich habe in meinem Kalender Bullet Journal auch eine Monatsübersicht und in dieser Monatsübersicht habe ich immer so eine Spalte frei mit meinen ganzen Ausgaben und Einnahmen. Ich denke jetzt, wenn ich persönlich viel mehr Einnahmen hätte und auch viel mehr Ausgaben hätte, würde ich das Ganze ein bisschen professioneller machen mit einer richtigen Tabelle und das einfach ein bisschen professioneller machen. Aber ich habe jetzt nicht so viele verschiedene Einnahmen aus verschiedenen Quellen, dass ich das Ganze irgendwie so gut in der Übersicht haben müsste. Und ich habe einfach so eine kleine Spalte in meinem Kalender. Und es hilft mir einfach sehr, so zu gucken, verdiene ich mehr, als ich ausgebe oder gebe ich mehr aus, als ich verdiene und bekomme. Und das hilft mir so ein bisschen organisiert zu bleiben und zu gucken, habe ich alles noch im Blick, habe ich alles im Griff, mal nicht. Und das einfach so ein bisschen zu planen. Also was ich ausgebe, ist, ich gebe halt nicht mal viel aus. Also bei mir ist es meistens so, dass ich so im Monat dann so 4 Euro oder so rausgegeben habe. Aber diese paar Euros, das hilft mir sehr, das zumindest mal aufzuschreiben, um so ein bisschen das so Übersicht zu haben, was in meinem Leben eigentlich gerade abgeht. Fünftens, mein Favorite-Thema momentan, Time-Tracking.
Time-Tracking ist genau das, was es schon aussagt, deine Zeit zu tracken, deine Zeit zu messen, deine Zeit im Blick zu haben. Das heißt einfach, dass du guckst, was machst du in deinem Leben, wie lange machst du das in deinem Leben, wann machst du das in deinem Leben und könntest du das Ganze schneller und effizienter machen? Oder könntest du Aufgaben zusammenbatchen? Könntest du Aufgaben vielleicht ganz draus lassen? Könntest du Aufgaben vielleicht anderen Leuten übergeben? Und wenn du einfach Time-Tracking betreibst und machst, hast du einfach einen sehr, sehr guten Überblick über deine Zeit. Und wie ich das Ganze mache und warum ich es mache und was ich mit den ganzen Analysen mache, das siehst du in meinem Time-Tracking-Video, was ich dir sehr gerne unten verlinke. Denn das Ganze würde den Rahmen jetzt hier ein bisschen sprengen, denn mein richtiges Time-Tracking-Video geht irgendwie 15 Minuten oder so. Und da habe ich alles in die Tiefe erklärt, wie ich Time-Tracking betreibe. Also Infobox angucken. Sechstens. Wir haben ja schon über das Thema Aufräumen geredet. Was ich aber auch sehr, sehr wichtig finde beim Thema Ordnung halten und Aufräumen, ist auch das digitale Aufräumen. Ich gehe zum Beispiel fast jeden Abend durch meine Galerie und gucke so, was ich an dem Tag für Fotos gemacht habe, was ich so für Screenshots auch gemacht habe und lösche es einfach mal alles, also nicht alles, aber was ich halt nicht mehr brauche. Ich gucke oft durch die Liste von den Leuten, denen ich folge und miste da ab und zu mal aus. Ich lösche vielleicht Kontakte mit Leuten, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe. E-Mails werden gelöscht, Subscriptions, also Abonnements werden gelöscht. Alles wird gelöscht, was nicht mehr gebraucht wird. Siebtens, was mir auch sehr geholfen hat, ist jede Woche zu planen. Ich setze mich immer jeden Sonntag, Vormittag, Nachmittag, Abend irgendwann an meinen Schreibtisch und fange an, meine nächste Woche zu planen. Ich habe da schon so eine richtige Routine entwickelt, wie ich das Ganze mache, also von wegen tägliche Aufgaben aufschreiben, dann generell so Termine, die ich schon habe, aufschreiben, dann Videos planen und so weiter. Also ich habe da schon so ein bisschen meine Routine gefunden und finde es einfach sehr gut, meine Woche regelmäßig halt zu planen, dass ich wirklich Montagmorgen weiß, was ich machen muss. Also ich habe Sonntagabend alles aufgeschrieben und weiß genau, was ich jeden Tag zu tun habe in meinem Leben, was mir wirklich sehr, sehr hilft, nicht zu prokrastinieren, da ich meine Aufgaben kenne, ich weiß, was ich machen muss und deswegen mache ich das dann meistens auch. Wenn du ein organisiertes ein erfolgreiches Leben haben möchtest, sind, glaube ich, auch Zielsetzungen. Beziehungsweise ist eine Zielsetzung halt sehr, sehr sinnvoll. Also überleg dir einfach, was möchtest du in deinem Leben eigentlich erreichen? Aber das ist natürlich sehr wichtig. Aber was noch wichtiger ist, sind dann auch die dementsprechenden Handlungen. Das heißt, überleg dir die Handlungen, die zu diesem Ziel führen. Brich dir diese Handlungen am besten in Monate runter, in Wochen runter, in Tage runter und schreib dir dann diese Tages-To-Dos wirklich in deinen Kalender, damit du auf dieses Ziel zuarbeiten kannst. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was dein ultimativer Tipp ist, um organisiert und produktiv zu sein. Denn das war's auch schon heute von mir. Ich freue mich sehr, dass du immer noch dabei bist. Also ein großes Dankeschön an dich. Du bist eine sehr coole Person. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniere doch gerne meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, um nichts zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon sehr bald wieder. Also vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ciao.